Mich verschlägt es gleich in die Beta von Ghost Recon Wildlands, aber zuvor das hier noch und damit hallo allerseits und willkommen zum What zum Sonntag mit dem Sendeplan der 6. Kalenderwoche. Vorab noch schnell aufgenommen, ich möchte mich gleich einfach mal nach Bolivien stürzen, denn da findet die geschlossene Beta zum neuen Tom Clancy Spiel von Ubisoft Ghost Recon Wildlands statt und freue mich schon, bin einfach mal gespannt auf das Spiel. Es schaut sehr interessant aus und die Betas nehme ich immer gerne mit, um einfach zu schauen, wie einem das Spiel grundlegend so gefallen kann. Wie zum Beispiel damals bei Rainbow Six Siege. Ja, und dann geht's noch Mitte nächster Woche für mich nach Ibiza, an die Küste, in ein Ferienhaus. Mich haben zwei eingeladen, also zum einen, kann man das so sagen, ich weiß gar nicht, wie der Beruf heißt. Auf jeden Fall ist es eine Fensterbauspezialistin und ein Privatdetektiv, die mich eingeladen haben. Und da geht's für mich am Mittwoch nach Spanien in eine schöne Ferienwohnung oder in ein schönes Ferienhaus mit Pool und Billardtisch und alles. Allem drum und dran und das eben bei Rainbow Six Siege, denn da beginnt die zweite Staffel, das zweite Jahr und ich habe nichts anderes gemeint als eben die neue Karte, da geht's eben hin für mich dann wohl am Mittwoch, denn am Dienstag kommt's raus, aber ich glaube, ich nehme am Dienstag erstmal F1 2016 auf, also bin schon gespannt, was uns da erwartet bei neuem Inhalt zum Regenbogenspiel. Ja, apropos das Regenbogenspiel zurzeit. Gut, könnte etwas spät sein, wenn das Wort zum Sonntag rauskommt, denn aktuell läuft eine Aktion von Ubisoft, dass man Rainbow Six Siege mit allen Operatoren zurzeit kostenlos spielen kann über das Wochenende bis zum 5.2. Und wem das Spiel gefällt, der kann sich das dann für den halben Preis kaufen und kann sogar die Fortschritte aus dem Wochenende in das dann gekaufte Spiel mitnehmen. Finde ich eine super Sache, die da Ubisoft, die Entwickler, na, letztendlich Ubisoft, weil die veröffentlichen, die stehen ja dahinter, die veröffentlichen das, die sind dafür verantwortlich. Und ja, das war's eigentlich schon wieder. Das wollte ich mal kurz sagen, denn wie gesagt, ich will mich gleich einfach mal in die geschlossene Beta von Ghost Recon Wildlands schlagen. Denn allzu lange geht sie nicht und die Spielzeit muss gut genutzt werden. Also, ich würde sagen, wir sehen uns einfach demnächst vielleicht in auch einem Video von Ghost Recon Wildlands wieder. Denn das habe ich auf jeden Fall vor, aber ich muss erstmal spielen und von daher bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.